Hey Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder, die Tammy. Willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem heutigen Video. Wir machen heute einen Foundation-Test. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Beim DM gab es nämlich jetzt kleinen Aufsteller mit Milani-Produkten. Und ja, ich hätte es skalieren können, hab's aber nicht. Ich habe mir nur zwei Produkte geholt. Einmal den Blush hier in der Farbe Berry Amour und die 02 Neutral Concealer plus Perfect 2 in 1 Foundation. Ich bin gespannt. Wir machen einen Test über 3 Tage und gucken einfach mal, wie die sich so bewährt. Ich habe mal rausgesucht bei Douglas auf der Beschreibung, also auf der Seite da, bei Douglas, Milani Foundation. Ich hoffe, das war jetzt bei Douglas. Ich habe nur gescreenshottet. Deckkraft soll mittel sein für alle Altersgruppen. Hautverfeinerndes Bild. Konsistenz sehr cremig. Ist wohl für alle Hauttypen geeignet. Finde ich es eher natürlich, pflegend, ausgleichend und die Produktauszeichnung parabenfrei, alkoholfrei, acetonfrei, laktosefrei, für sensible Haut geeignet, ohne Nussspuren, ohne ölige Inhaltsstoffe, ammoniakfrei, sulterfrei, glutenfrei und phthalatenfrei. Was auch immer dieses Wort da unten heißt. Ich fand das natürlich für mich sehr interessant. Ich habe immer eine sehr, sehr schlechte Pflegeroutine, ganz schlecht, darf man gar nicht erwähnen, meine T-Zone ist immer sehr, sehr schnell ölig, fettig, also das geht bei mir generell immer ratzfatz mit der einen Foundation, habe ich Glück und es hält ein bisschen was länger an, da sprechen wir vielleicht von einer Stunde oder so, aber ansonsten, das hier ist eigentlich immer so, genauso wie hier in dem Bereich, hier die klassische T-Zone, deswegen war für mich sehr, sehr interessant, ohne ölige Inhaltsstoffe. Man sagt, Haut, die schnell fettend ist oder sehr schnell zu öliger Textur neigt, da sollten wir ja Produkte nehmen, die auf ölige Sachen verzichtet. Hiermit haben wir eins und ich bin mega gespannt. Wir tragen die jetzt auf und dann gucken wir jetzt mal gleich, wie es aussieht. Auf der Rückseite steht auch noch Long Wear Water Resistance. Ist natürlich auch nochmal cool. Leichte Tragekraft. Medium to Full Coverage. Also das ist ja natürlich sehr, sehr, sehr vielversprechend. Und ja, ich habe jetzt nur Bodylotion tatsächlich als Creme drauf. Weiteres nichts, kein Primer, gar nichts. Ich gebe mir jetzt erstmal einen Handpumpstoß. Ein Pumpstoß auf meinen Handrücken. Das ist die Farbe. Und ich nehme jetzt einfach mal den Pinsel von Mrs. Bella, das ist die 02. Arbeite mir erst nur so ein bisschen immer ein, dass überall was an meinem Pinsel dran ist. Und trage mir das in mein Gesicht auf. Ich finde, die lässt sich jetzt mit dem Pinsel sogar schon sehr gut einarbeiten. Ich sehe jetzt spontan erstmal keine Streifen. Die wirkt, als wenn man sie auch gut aufbauen kann für mehr Deckkraft. Ich möchte es heute eher natürlich halten. Und über meine Pigmentflecken, da gehe ich immer gerne noch mal ein bisschen mehr drüber. Das ist jetzt nur mit dem Bufferpinsel aufgetragen und ich sehe keine Streifen. Ich finde, das sieht sehr gut erstmal aus und ich finde eigentlich, ist vielleicht für mich noch ein Peach Rosé. Hier kann man es nochmal gut auf dem Handrücken sehen. Da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Oliv oder Gelb drin sein können. Jetzt mache ich nochmal die Einarbeitung mit dem Make-up-Schwamm. Meine Problemzone ist eigentlich auch immer um den Mund herum und auf der Nasenspitze, dass sich das so komisch absetzt. Das habe ich bei sehr vielen Foundation. Da fühle ich mich dann auch echt unwohl, weil die Hautstruktur so betont wird. Aber ich finde, die sieht ganz natürlich aus. Meine Rötungen kommen durch. Ich hatte ja hier ein Pickelchen gehabt, der ist leicht abgedeckt, aber man sieht das immer noch. Es sieht eher verfeinert aus, ebenmäßiger, sehr strahlend. Wenn ich meinen Kopf bewege, da die Bewegung, die ist nach wie vor da. Stand hier drin, ne? Natürliches Finish. Kann ich erstmal gerade voll absegnen.
fühlt sich nicht irgendwie an, als wenn ich wer weiß was im Gesicht habe. Kennt ihr Foundation, wenn die sowas sich ansetzen, antrocknen und ihr runzelt so ein bisschen die Stirn, dann merkt man so, habe ich jetzt auch nicht. Und selbst auf der Nasenspitze, vielleicht kann man das hier so ganz leicht sehen, dass da manchmal so Unebenheiten sind. Aber für meine Verhältnisse jetzt, für mich ist das mehr als gut. Da bin ich schon weitaus Schlimmeres gewohnt. Sehr schön. Wir können ja jetzt hier in dem Bereich noch ein bisschen aufbauen. Gucken wir mal. Nehme ich mir noch was auf den Handrücken. Man sieht aber auch, dass sie etwas oxidiert. Seht ihr hier? Das angetrocknete und das neue. Dann geben wir uns hier noch was drauf. Ich werde nachher viel Maske tragen müssen. Bin mal gespannt, wie die sich dann schlägt. Ja, klappt super. Jetzt sind hier meine roten Äderchen doch noch mal um einiges kaschiert worden. Hier habe ich kleine Härchen. Ich finde, das sieht so toll aus. So frisch, so natürlich. Ich sehe nicht maskenhaft aus, überhaupt nicht. Das sieht so strahlend frisch aus. Was sagt ihr? Ich habe das noch nie gemacht. Ich mache mal den Zeitraffer an und dann schminke ich mich komplett fertig, mache ein leichtes Tages-Make-up draus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, schaut mal, mein fertiger Look. Sehr natürlich, sehr soft, sehr smooth. Aber mein Finish sieht so hübsch aus und ich habe hier auch eine Pore, eine richtig fette große. Da kann man sie sogar sehen und tatsächlich sieht die auch ein bisschen minimierter aus. Mit Catrice Öl Control Matte Fixing Spray einmal fixieren. Ich finde, das stinkt unnormal. So, Freunde. Wir haben schon ein bisschen später, wir haben Nachmittag, wir haben jetzt ja kurz nach zwei. Ich nehme euch jetzt mit, ihr begleitet mich jetzt ein bisschen und dann gucken wir mal, wie die Foundation so jetzt die nächsten paar Stunden halten wird. Ich bin auf jeden Fall so vom ersten Eindruck richtig begeistert und es sieht sehr schön, frisch, ebenmäßig aus, doch auf jeden Fall. Langsam muss man ja gucken, dass man zu sowas neigt oder kommt. Guckt euch mal diese Falte an. So, okay, wir starten den Tag. Kommt mit. So, wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 16:30. Dann haben wir uns geschminkt um 2,5 Stunden. Ich hatte jetzt sehr lange eine FFP2-Maske an. Das kann sein, dass jetzt hier was weg ist. Aber guckt mal, ich sehe so frisch aus. Jetzt kommt, glaube ich, so der Punkt, wo ich auch hier einmal jetzt abpudern würde, weil ich da halt sehr schnell glänze. Aber ich fühle mich richtig wohl, frisch und ich merke nicht, dass ich was so auf dem Gesicht habe. 2,5 Stunden. Ich finde es echt schön. Warten wir mal ab, was die nächsten 2 Stunden uns bringen. So, wir haben jetzt genau 4 Stunden später, ist jetzt wirklich nicht lange, aber ich finde, dass man doch schon etwas sehen kann, also was Gutes sehen kann. Ich war im Regen spazieren, ich sehe etwas zerstört aus. Es ist bei uns sehr nass, sehr windig, sehr feucht alles. Und einmal vom Nahen. Ich bin herbe zufrieden und ich freue mich auf die weiteren Tage. Verabschiede mich jetzt erstmal von hier.
So, ich mache mich jetzt einmal fertig und das ist jetzt vorher. Jetzt schminke ich mich und dann gucken wir mal, wie die Foundation performt. Eigentlich sehr interessant. Wir wollen ein Shooting machen und dann können wir dann auf den Bildern auch nochmal gucken, wie das Hautbild so ist oder ob die sich auch für Fotografie recht gut eignet. Und ich würde mal sagen, dann bis in eine Sekunde später, wenn ich fertig bin. So, das ist mein Look. Guckt bitte nicht so unbedingt auf den Eyeliner. Ich habe mal wieder verkackt und noch mehr verkackt, um dann noch mehr zu verkacken, damit ich wieder einen XXL-Liner habe. Ich bin total begeistert wegen der Foundation. Die ist unheimlich schön. Hat sich nicht wirklich abgesetzt. Und das ist der Look jetzt. Und jetzt gucken wir mal. Und ich blende später Bilder ein von dem Shooting. Und dann gucken wir mal ein bisschen vom Porträt, wie sich das verhält. Und ich freue mich. So, Freunde, wir haben jetzt 20 Uhr. Um 2 Uhr habe ich mich geschminkt. 5-6 Stunden war das jetzt drauf. Ich habe einmal leicht abgepudert an der T-Zone. Ja, ich glänze also wie immer, also nicht mehr. Und es sieht gesünder und ebenmäßiger aus. Also ich war jetzt sehr zufrieden. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich freue mich wirklich nochmal, die jetzt ausprobieren zu dürfen. Und ich zeige euch gleich wieder meinen fertigen Look. Und würde sagen, bis gleich. Ich freue mich. Eine Stunde später. Und guck mal. Ich habe noch gerade ein bisschen Fixing-Spray drauf gemacht, falls ihr noch so ein paar nasse Flecken seht. Ich bin also wirklich total begeistert. Und ich kann mich absolut nicht beschweren. So, das sind jetzt 7 Stunden. Dicke, dicke 7 Stunden. Und ich bin richtig zufrieden. Zwar glänze ich hier leicht, aber wie immer. Aber dieses Gesamtbild, das sieht einfach nur für mich super aus. Und ja, was soll ich sagen? Freunde, guten Morgen. Wir haben jetzt, das haben wir 8:45. Wir machen wieder einen Wanderausflug heute mal. Und ja, wir kommen zu dieser Zerstörung am frühen Morgen, gerade frisch aus der Dusche. Ich habe so einen Spaß einfach dran. Wir machen jetzt nochmal einen leichten Look und dann zeige ich euch gleich nochmal das Ergebnis und würde dann heute Abend dann mal ein Fazit gerne so abgeben. Ja, wird bestimmt so ein recht langer Tag. Ich gucke mal, ich mache mal zwischendurch auf jeden Fall, wie sagt man zu sowas, ein Update? Ne, die sagen mal was anderes, die guten YouTuber. Aber hi, I'm new, hi, Tammy. Ich kann kein Englisch. Ja, also bis gleich. Tada! Mein leichtes Tages-Make-up für heute. Aber ich glaube, ich müsste wirklich noch die erste Farbe, die 01, holen, weil es wirkt sehr peachy und weil die was nachdunkelt, sieht man dann schon hier so einen Kontrast. Da müsste ich wahrscheinlich mischen. Ja, gut. 8:45, halbe Stunde geschminkt und auf geht's für unser kleines Abenteuer. Wir fahren nämlich jetzt in die Eifel. So, Freunde. Und ich bin wieder zerstört ohne Ende und die Foundation von 8:45 bis jetzt 6:30 drauf. Regen durchgehalten, Hut durchgehalten, Schützen durchgehalten, Hunde knutschen, sauber, alles durchgehalten. Ich glänze zwar jetzt hier oben, ich habe mich nicht einmal abgepudert, aber ich finde so hier, also mein Make-up, mein Blush, alles sitzt noch. Nix hat durchgehalten, wir wandern 8 Kilometer im Regen, die Mascara hat durchgehalten, es hat alles eigentlich durchgehalten für das, was ich gemacht habe. Ist das top, Alter? Top, top. Fazit, kann ich irgendwas dazu sagen? Ja, ich finde, man sieht gesund und strahlend aus. Ich finde, es ist ein sehr natürliches Finish. Also alles das, was eigentlich in der Beschreibung drin stand, kann ich auch so nur bestätigen. Ist verfeinert, es hat meine Poren minimiert, es sieht ebenmäßiger aus. Es ist ölfrei, was meine T-Zone nicht noch fördert. Ich bin sowas von zufrieden. Das Einzige ist nur, dass ich habe ja 2.0. Das ist doch ein bisschen, weil es nachoxidiert, etwas pinkiger, dunkler ist. Ich würde mir gerne noch die 01 holen oder was das ist und die dann mischen. Und ich bin, also ich habe viele Foundation, die ich mag, aber ich glaube, das ist so jetzt so meine Favorite.
weil jede Foundation auf ihre eigene Art ja wirklich sehr, sehr gut ist. Aber die finde ich für mich jetzt top. In diesem Sinne, wenn das Video euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, meinen Kanal hier einmal zu abonnieren. Hier findet ihr weitere Videos von mir. Ich sage Tschüss aus dem Wohnzimmer, wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Bis dann, ciao.